hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem wunderschönen Montag aus dem Indianer-Wigwam. Und an meiner Seite heute wieder der Klaus-Jürgen. Schön, dass du da bist. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass wir hier zusammen dieses Interview machen und bin sehr dankbar über so viele liebe Menschen, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Es fängt an bei meiner Partnerin Sabine, die mich hergefahren hat, sodass ich nicht diesen ganzen Stress an der Backe habe. Es geht weiter mit dem Nymphenburger Verlag, der also dieses Buch jetzt hier mit mir zusammen gemacht hat. Ja. Es geht weiter an Jeet, es geht weiter mit dir. Das zeigt, wie wir alle verbunden und vernetzt sind, dass wir im Grunde genommen alle zusammengehören, alle ein Team sind. So ist es. Und das ist im Grunde genommen auch die Botschaft von Ho'oponopono, dass alles eins ist, dass alles mit allem verbunden ist und dass wir im Grunde genommen Hologrammsplitter sind von einem großen Hologramm, das sich Kosmos nennt oder göttliche Mutter oder wie immer wir das bezeichnen. Wow, schon bist du mittendrin im Thema. Mittendrin, ja. Du stellst uns allen heute dein neuestes Buch. Es ist die Premiere, ihr seid der erste Sender, bei dem ich das vorstelle. Boah, wow. Ich kümmere mich die nächste Minute um die Technik, damit wir auch schöne Bilder dazu einblenden können. Und du kannst unseren lieben Zuschauern schon noch ein paar Worte sagen. Gerne. Dieses Thema Selbstliebe liegt mir ganz besonders am Herzen. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich in meinem Leben sehr viele Höhen, sehr viele Tiefen erfahren habe. Situationen, wo ich dachte, ich habe alles in der Hand, ich habe alles unter Kontrolle. Und Situationen, wo ich merkte, ich habe überhaupt nichts unter Kontrolle. Und gerade in den Situationen, wo das Leben so sein eigenes Spiel spielt, da ist natürlich Selbstliebe besonders gefordert. Und Selbstliebe ist immer auch eine Auseinandersetzung mit seinem Gegenteil. Wir können sagen, der Selbstablehnung oder vielleicht, wenn es ganz extrem kommt, dem Selbsthass. Und Ho'oponopono bietet eine Brücke und bietet eine Hilfe, auch gerade dann, wenn es mal nicht so läuft, wenn man verzweifelt ist, wenn man mit sich selbst am Hadern ist und irgendwie eine Haltung sucht, um dem Leben sich erneut wieder auszusetzen. Und was ich da entdeckt und gefunden habe, das steht dann in diesem kleinen Büchlein drin. Und ich sehe schon, du bist jetzt momentan in der Technik auch schon mittendrin, in dem das Erste, was natürlich ich mich gefragt habe, ist, was ist Selbstliebe? Und ich habe früher gedacht, Selbstliebe bedeutet, wenn ich mich ganz, ganz toll finde. Du kannst schon losspulen. Okay, okay. Oder Selbstliebe ist ein ganz tolles Gefühl. So, wenn ich ganz frisch verliebt bin, das ist Selbstliebe. Aber ich habe entdeckt, dass all diese Dinge nicht sehr beständig sind. Sondern man ist mal verliebt, dann ist man wieder entliebt, dann fühlt man sich gerade toll, dann fühlt man sich gerade mies. Dann ist man gerade glücklich über sich, weil man dachte, ach, ich habe was Tolles auf die Beine gestellt. Dann ist man gerade total verzweifelt, weil vielleicht der Lektor ein paar Fehler gefunden hat. Und ich suchte also einen Ausdruck von Selbstliebe, der diesen ganzen Höhen und Tiefen standhält. Und das führt uns auf den Weg zur Selbstliebe. Mhm. Und der Buchtitel zeigt schon, es ist ein Weg. Also Selbstliebe ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, jetzt habe ich Selbstliebe, damit bin ich geboren, damit gehe ich jetzt durch mein Leben und fertig. Sondern Selbstliebe ist für mich ein ständiges Bemühen, manchmal auch ein Ringen mit sich, eine ständige Auseinandersetzung. Selbstliebe ist aber auch wie ein Muskel, den man trainieren kann. So, wenn man im Fitnessstudio ist, kann man Hanteltraining machen für seine Muskeln. Und so kann man auch Selbstliebe trainieren. Und zwar, indem man sich immer wieder sich selbst zuwendet und liebevoll sich selbst zuwendet. Das heißt, Selbstliebe ist nicht etwas, was von außen kommt, sondern ist eine ganz bestimmte Art der Selbstbezogenheit, eine ganz bestimmte Art der Selbstreflexion, eine ganz bestimmte Art, mit sich selber umzugehen. Man könnte sagen, es hat damit zu tun, sich selbst ein guter Freund zu sein. Und das bedeutet, dass in Situationen, in denen ich mich also nicht
so gut fühle, und die kommen in meinem Leben genauso häufig vor wie in dem Leben aller Menschen, dass ich mich frage, was würde ich mir von einem guten Freund in der Situation wünschen? Welche Haltung, was würde ich erhoffen, dass ein guter Freund mir sagt? Und dann versuche ich genau das, was ich mir von einem guten Freund wünsche, mir das selber zu geben. So, das zum Thema Selbstliebe. Also Selbstliebe ist kein Gefühl, heißt nicht, sich immer toll fühlen zu müssen. Selbstliebe heißt auch nicht perfekt sein, sondern es geht gerade darum, mit den Dingen, die nicht perfekt sind, die unvollkommen sind, mit Situationen von Ohnmacht und Verzweiflung liebevoll umzugehen. Und dabei soll dieses Buch helfen. So, ich möchte schon gleich mal unsere lieben Zuschauer auch nochmal begrüßen, denn sie sind schon ganz fleißig im Chat. Der Ninjal hat uns gegrüßt und die Petra und Lodida und genau, und die Petra schreibt auch, wow, du erklärst das sehr, sehr gut, und Steffi grüßt dich mit Aloha. Aloha. Aloha heißt ja, ist es Wort für Liebe in Hawaii, und gleichzeitig heißt es auch heiliger Atem. Also Aloha ist auch der heilige Atem, das heißt der Atem, und damit verbunden auch das Leben ist heilig. Und Ho'oponopono ist ja die Hinwendung, eine Kraft, die größer ist als wir selber. Und das ist eine Art heilige Kraft, die wir einfach bitten können, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass sie uns hilft. Das heißt also, Ho'oponopono geht nicht davon aus, wir müssen alles alleine schaffen, sondern durch Hinwendung, durch Gebet, durch Kontemplation können wir mit dieser Matrix, mit dieser heiligen Kraft Kontakt aufnehmen und dort Hilfe bekommen. Wow, wundervoll. Absolute Hingabe. Ja, die wird gefordert. Ja. Wow. Ja, es ist okay, wenn ich so immer mal wieder einen Blick auf unsere lieben Zuschauer werfe. Gerne. Gut. Also Selbstliebe hatte ich schon angesprochen. Und die Selbstliebe, da steckt ja eigentlich drin die Liebe zum Selbst. Und da ist natürlich die Frage, wer ist dieses Selbst, das wir lieben sollen? Und viele denken ja, Selbstliebe, das heißt, ich finde mich als Persönlichkeit toll. Und das geht nicht immer. Also ich habe dann oft schon auf mich geschaut und gesagt, naja, so toll kann ich mich jetzt gerade nicht finden. Aber wir haben Schwein, weil die Persönlichkeit ist nicht das Selbst. Sondern das Selbst ist etwas, was zeitlos ist, was ewig ist, was bedingungslos ist und was in jedem Mensch drin ist. Und die Hawaiianer sagen, im Herzen ist so ein Licht, und an das können wir uns wenden, und das hat jeder Mensch, ob Mörder oder Heiliger, ob arm oder reich. Und das ist eigentlich unser wahres Selbst. Und Selbstliebe heißt eigentlich, sich immer wieder an dieses Selbst zu erinnern, unabhängig davon, wie toll oder nicht toll sich gerade die Persönlichkeit empfindet. Wow. Und sich dessen in jedem Moment des Lebens bewusst zu sein, wenn wir so weit sind, das wäre doch genial. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg, und es ist auch ein Weg für mich. Also mein Sanyas-Name heißt Swami Bodhi Klaus, und Bodhi heißt Bewusstheit. Das heißt, ich habe von Osho auch die Bewusstheit als Thema mit auf den Weg bekommen. Ja. Und alle, die also Sanyas genommen haben, wissen, dass der Sanyas-Name nicht das ist, was sie sind, sondern dass das ihr Weg ist. Ja. Wow. Und ich habe aber mit Sabine jemanden, der sehr bewusst ist. Insofern habe ich den Spiegel für Bewusstheit ständig vor mir. Und da ich selber auch ein mental strukturierter Mensch bin, suche ich immer wieder Hilfen. Weil ich rutsche immer wieder mal raus. Ja. Und da
sind ganz bestimmte Fragen, die ich mir so zurechtgezimmert habe, die dann auch in diesem Buch drin sind, die mir helfen, wieder in die Bewusstheit zu kommen. Denn ich erlebe es in meinem Leben, ich bin drin in der Bewusstheit, ich rutsche raus. Ich bin drin, ich rutsche raus. An Sabines Mimik sehe ich es dann zwar ständig, aber wenn sie gerade nicht da ist, dann merke ich es nicht, oder manchmal schaue ich auch weg. Und das sind dann so Fragen wie, was ist los? Ja, wenn ich mich frage, was ist los, dann zack, komme ich in die Bewusstheit. Oder was geschieht gerade in mir? Ja. Oder was braucht gerade meine Aufmerksamkeit? Oder was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade? Ja. Und das sind so Fragen für Notfälle, die auf einer ganzen Seite dort stehen und die Lesern helfen, wenn sie mal alleine sind und jetzt nicht den Spiegel als Partner haben, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt diese Frage, ich setze mich damit hin, ich beantworte die Frage für mich. Und ich bitte dann das Göttliche, dass es die Sachen für mich in Ordnung bringt, weil wir Menschen müssen nicht alles alleine machen. Wir haben da eine tolle Unterstützung. Gott sei Dank, ja. Und Sie tun es gern. Ja, ja, also es ist immer da, dass, also der Segen des Göttlichen fließt wie ein Wasser ständig herunter. Wir müssen nur sehen, dass wir das Gefäß richtig rumhalten. Ja? Wenn wir es so halten, kommt nichts rein. Wow. Das heißt, wir müssen uns öffnen. Das ist, das ist unser Job. Ja, ja, ein schönes Bild. So, was ist das Selbst? Ja, das Selbst, das ist das Unendliche. Das ist der Diamant, der die ganze Schöpfung spiegelt. Ich kriege ein sehr schönes Bild, zum Beispiel, wenn wir uns ein Meer vorstellen, auf dem das glitzert. Und dann glitzert das mal und glitzert mal nicht. Und das ist so, was unsere Persönlichkeit widerspiegelt. Aber das Selbst, das ist im Grunde genommen die Sonne, die auf den See scheint und dieses Glitzern verursacht. Und wenn wir uns immer wieder an diese Sonne erinnern oder an dieses Licht erinnern, was wir wirklich sind, dann haben wir Kontakt mit etwas, was auch dunkle Stunden überdauert. Ja. So schön. Ja. Nächste Seite? Ja, fast. Gerne, gerne. Ho'oponopono. Also Ho'oponopono ist aus dem Hawaiianischen. Und Ho heißt machen, bewirken. Pono heißt stimmig, korrekt. Und das Wort Ho'oponopono heißt die Dinge mit dem Göttlichen in Einklang bringen oder, um mein Lieblingswort zu verwenden, Stimmigkeit. Also wieder in die Stimmigkeit kommen, wobei dieses wieder in die Stimmigkeit kommen ist nichts, was das Ich hinkriegen kann, sondern es ist eine innere Bitte, ich möchte wieder in die Stimmigkeit, ich bitte um Hilfe, dass ich wieder in die Stimmigkeit kommen kann. Und dann müssen wir vielleicht auch einen Augenblick den Verstand loslassen, damit das geschehen kann. Damit es geschehen kann. Die Ursprünge von Ho'oponopono liegen im Dunkeln. Man findet Elemente von Ho'oponopono im alten Ägypten. Man findet sie auch im damaligen zwischen Euphrat und Tigris, in dem damaligen was war das denn für ein Land? Zweistromland. Mesopotamien. Ja, Zweistromland. Also da findet man Elemente davon. Man findet auch in den Gesetzen des Hermes Trismegistus Elemente davon. Aber bekannt geworden ist es dann durch Forscher, die also Anfang des 19. Jahrhunderts untersucht haben, was machen da Völker in Hawaii. Ja. Und das eine ist, dass es dort, wie in vielen Urstämmen, dass es dort Versöhnungsrituale gibt. Denn diese alten Urvölker, die wissen noch, wenn ein Element aus dem Stamm neben der Reihe tanzt, kriminell ist oder auch krank ist, dann leidet der ganze Stamm drunter. Man sagt ja auch so, wie die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Ja. Und dann kommt der ganze Stamm zusammen und dann wird aber nicht der verurteilt, der jetzt gerade aus der Reihe getanzt ist, sondern der Stamm sagt, das ist ja nur ein Ausdruck von etwas Kollektivem, was in uns geschieht. Und jeder prüft in sich nach, wie er dazu beigetragen haben könnte, dass diese Sache jetzt da in Unordnung geraten ist, nimmt seinen Teil der Verantwortung auf sich und dann wird ein Abschlussritual gefeiert und dann geht wieder jeder seiner Arbeit nach. Und das ist so dieser Gedanke der von 100% Verantwortung. Ja. Und der Dr. Len, der also das, durch den das sehr bekannt geworden ist, der sagt immer 100% Verantwortung, 0% Kontrolle. Und das klingt, er ist erstmal hart zu schlucken.
Aber wenn es uns gelingt, die Kontrolle loszulassen, dann gelingt uns auch den Teil loszulassen, der uns in der Begrenztheit festhält. Wir wissen, das ist spannend. Ich kann es nicht kontrollieren. Dann entsteht diese Öffnung, dann entsteht diese Hingabe in dem Augenblick. Wenn es uns gelingt, die Kontrolle loszulassen, gelingt es uns auch, diesen Anteil, der uns in der Begrenztheit hält, ebenfalls loszulassen. Ja. Das ist genial. Mhm. Wow. Mhm. Ho'oponopono ist im Grunde mal ein unglaublich umfassendes System. Also ich habe seit 3 Jahren halte ich Ho'oponopono-Seminare. Jedes Seminar ist anders. Jedes Mal erzähle ich über andere Dinge. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch jahrelang darüber sprechen. Es wäre wieder anders, wieder anders. Gott sei Dank sind die Dinge alle mitgeschnitten, weil ich immer andere Aspekte beleuchte. Ja. Und ich habe versucht, jetzt in diesem Buch so eine kleine Essenz für den Selbstanwender herauszukristallisieren. Und da gibt es auch schon die erste Frage, die Stefanie, die Petra fragt schon, gibt es das neue Buch schon im Handel? Ja. Ab sofort. Ab sofort. Also ich habe die ersten Exemplare jetzt Freitag bekommen. Ja. Und sie gibt es im Handel und man kann sie direkt beim Verlag bestellen, man kann sie in jeder Buchhandlung bestellen. Okay. Man kann auch mich anschreiben, wer es möchte, kriegt es auch von mir handsigniert. Ich hätte gerne eins. Also ich freue mich sehr drauf. Wow, schön. Und die Petra fragt, was heißt Ursprünge im Dunkeln? Ursprünge im Dunkeln heißt, es handelt sich ja hier um eine Tradition, die Jahrhunderte alt in Hawaii ist. Ja. Und das erste Mal haben im Jahre 1910 westliche Forscher davon gehört, von einer Priesterin, die diese Rituale durchführt. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, wie ist es im Jahre 1400 gemacht worden, wie ist es im Jahr 1300 gemacht worden, sondern das sind einfach diese Dinge, die aus einer Tradition heraus entstehen, die aber, wo es dann auch in anderen Kulturen und anderen Weltreligionen Elemente gibt, die sich ähneln. Ja. Und das hängt möglicherweise auch mit den großen Völkerwanderungen zusammen. Mhm. Und zwar da, wo jetzt Hawaii ist, ein bisschen weiter südlich, hat man einen Kontinent existiert namens Lemurien oder auch Mu genannt. Mhm. Und dann gab es diesen Kontinent Atlantis. Und als Lemurien und Atlantis untergegangen sind, gab es, zumindest sagt das die Legende, große Völkerwanderungen. Da gab es eine arische Völkerwanderung, das sind Teile nach Tibet, Teile nach Indien. Dann gab es einen Zweig, der ist nach Ägypten, hat die ägyptische Hochkultur gegründet. Und ein Teil ist nach Mesoamerika und hat dort die Mayas, Maya-Kultur und so weiter gegründet. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum wir diese Elemente an verschiedenen Plätzen finden. Ja. Was aber dieses Lemurien hatte, war diese Verbundenheit aller Königreiche der Natur, dass alles eines ist, dass im Grunde genommen das Tier unser Bruder ist, die Pflanze unsere Schwester ist, dass das Königreich der Mineralien auch beseelt ist. Also diese Bewusstheit war noch da. Ja. Und mein Gedanke dazu ist, dass einfach in Ho'oponopono noch Elemente aus Lemurien dort noch rüber gerettet wurden und dass dieser Gedanke der Ganzheitlichkeit... Eine Sekunde, also es war wirklich jetzt, ich habe sofort gemerkt, das System hat sich selber ausgeschaltet. Wir wissen nicht, warum, jetzt sind wir wieder da. Es war nur eine Sekunde. Also zu Lemurien, für mich ist so, dass die lemurische Energie große Ähnlichkeit hat mit der Energie von Ho'oponopono. Ja. Wer sich für Lemurien interessiert, da gibt es einen hervorragenden Channel namens Lazarus, da gibt es den Dietrich Oppeln, die haben ganz ausführlich geforscht mit Lemurien. Ja. Und das ist für mich ganz ähnlich, wie dieser Ho'oponopono-Gedanke ist. Alles ist eins, jeder ist zu 100% verantwortlich. Ja. Wow. So, schauen wir auf die... Ja, super spannend. Also unsere Zuschauer, deine Zuschauer sind ganz deine auch. Fasziniert. Ja, auch zu sehen. So, schauen wir auf die nächste. Ja, einfach. Ich klicke weiter. Ja, die Magie der Selbsthinwendung, kommen wir gleich die übernächste Folie auch machen. Ja.
der ganz entscheidende Schlüssel, dann... Sind wir wieder da? Und jetzt sind wir länger da. Jetzt sind wir da. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Gut. Puh, jetzt sind wir wieder da und ich... ja. Ja, okay. Also was ich automatisch mache, wenn so eine Situation ist, um mal gleich in die Praxis reinzugehen, ist natürlich... Dass wenn das ausfällt, wer ist verantwortlich? Wer ist verantwortlich? Ja, ich. Also, die ganze Gruppe. Ich nehme natürlich sofort, sage, okay, ich bin verantwortlich. Ja. Und Ho'oponopono arbeitet dann mit 4 Formeln. Es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Und in der Sekunde, wo ich merke, da ist was mit der Technik, sage ich nicht, die blöde Rute, was hat die da für einen Scheiß gebaut, die kriegt das nicht geregelt, ja. Das wäre das Alte, sondern ich sage, okay, wer ist verantwortlich? Ich. Ja. Weil wer ist da, wenn es ein Problem gibt? Ich bin da, also bin ich verantwortlich. Ja. Und dann arbeite ich im inneren Dialog mit mir, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Und mit diesem inneren Dialog habe ich 2 Sachen. Einmal, ich gebe was anderes ins Feld rein. Ich gebe nicht meinen Ärger, meine Wut, meine Verzweiflung, sondern ich gebe meine Hinwendung ins Feld. Mhm. Und das wirkt schon mal aufs Feld begünstigend ein. Ja. Das andere ist, dass es mir selber hilft, in innerem Frieden zu sein. Ja. Also darum sind diese 4 Formeln so hilfreich. Ja. Und darum lag es mir auch am Herzen, diese 4 Formeln in dieses Buch reinzusetzen. Und das Schöne ist, dass man diese 4 Formeln auch anwenden kann, wenn man gerade nicht bewusst ist. Also es ist viel besser natürlich, wenn man bewusst ist in der Bewusstheit. Ich wende mich an das Selbst, ich liebe das Selbst, ich bitte Gott um Hilfe. Aber selbst wenn wir im allertiefsten Neandertaler Bewusstsein sind, was auch bei mir immer wieder mal vorkommt, dann hilft es rein mechanisch, einfach diese 4 Formeln zu wiederholen. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich liebe dich. Damit ist gemeint, ich liebe mich. Darum ist ja Selbstliebe. Danke. Und wenn ich es ein paar Mal mache, dann merke ich, dass dieser wild gewordene Neandertaler Verstand langsam seinen Griff loslässt. Das Großhirn schaltet sich langsam wieder ein. Ja. Man kriegt so, man kommt wieder so ganz langsam zu sich. Und darum kann ich diese Arbeit mit diesen 4 Formeln als einen ganz einfachen Schritt nur empfehlen. Wow. Und das alles finden wir in diesem zauberhaften kleinen Büchlein. Ja, es ist ein Zauberbuch. Ja, das hat es mir gerade selber geflüstert. Das kam das Wort auch, wollte das Wort auch über meine Lippen kommen. Und die Petra schreibt 4 Sätze, die so viel aussagen, so viel bewirken. Wow. So, gehen wir auf die nächste. Ja. Also das ist dieses Innehalten. Ja. Das Innehalten, ich habe ganz viel mit diesen 4 Formeln experimentiert. Und das erste Buch, ich habe ja über Ho'oponopono, ich glaube inzwischen, das ist das 5. Buch, glaube ich. Die anderen Bücher, die waren ausführlicher. Das erste Buch hatte 700 Seiten und ich habe immer wieder geschaut, wie kriege ich es jetzt auf die Basis runter. Ja. Und dann merke ich, okay, wir brauchen diese 4 Formeln, wir brauchen ein bisschen etwas Essentials von Hawaii und dann aber dieses Innehalten. Mhm. Weil das Innehalten ist wie die Kupplung. Wenn ich irgendwie den Gang umschalten will, muss ich erst in diese Kupplung treten. Ja. Und dieses Innehalten, das ist so dieses erstmal nichts tun, innehalten und in die Bewusstheit kommen. So. Ja, ja. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, jetzt sich erstmal Zeit für sich nehmen, in die Bewusstheit kommen und dann wirken diese 4 Formeln. Ja, wow. Mhm. Und das sind diese Fragen, die ich schon erwähnt habe. Mhm. Was ist los? Was verlangt gerade meine Aufmerksamkeit? Mhm. Und eine Frage, die ich mir auch zurechtgebastelt habe, die mir immer wieder hilft, wenn ich irgendwie mal gerade Tomaten auf den Augen habe, das kommt immer wieder mal vor, ich denke auch bei mir, dann ist die Frage, woran erinnert mich das? Und die Frage, woran erinnert mich das, die macht mir oft bewusst, dass ich gar nicht in Aufruhr bin wegen einer jetzigen Situation, sondern vielleicht, als ich
mit 3 Monaten auf dem Wickeltisch lag, ja, oder ich weiß nicht was. Genau. Woran erinnert mich das? Und das hilft mir beim Innehalten und bei in die Bewusstheit kommen. Ja. Wow. So. Und dann gibt es etwas, das habe ich so noch nirgendwo gefunden und deshalb habe ich es einfach dem selber einen Namen gegeben, nämlich die Radierübung. Normalerweise sind wir ja gewohnt, dass wir immer projizieren. Das macht der menschliche Verstand, projiziert. Das sind die Politiker, das ist der und so weiter. Und bei der Radierübung, dann nehme ich wahr, was gerade los ist. Da dürfen auch erstmal alle Bewertungen sein. Und dann nehme ich geistig ein Radiergummi und radiere die Politiker aus und die Situation und was die alle böse sind. Und dann bleibt nur noch übrig, ich mit mir. So. Und in der Sekunde habe ich das, was ich einen Griff nenne. Ich kriege Kontakt zu dem, was da in mir ist. Und wenn ich dann die 4 Formeln anwende, dann ist das, dann sind die wie ein Samen, der in einen gepflügten Acker reingeht. Dann können die wirklich blühen. Ja. Ja. Das ist etwas, was mir ganz, ganz am Herzen lag, diesen Griff zu finden, dass diese Formeln wirklich ankern können, dass sie wirklich transformieren können. Ja. So. Dann der nächste Schritt ist der Atem. Wenn wir innegehalten haben, ich mache die Erfahrung, der Atem ist eine ungeheure Hilfe, weil über den Atem können wir unsere Aufmerksamkeit, das ist das Einzige, wo wir vielleicht wirklich Kontrolle haben, zum Beispiel, indem wir langsamer atmen, man sagt ja einmal tief, dreimal tief durchatmen Die Hawaiianer kennen den Ha-Atem und Ha-Atem ist eigentlich doppelt gemoppelt, weil Ha heißt Atem, also ist der Atem. Aha. Und der geht so 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Atem anhalten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Pause. So, das ist das, was ich von Hawaii übernommen habe. Ich habe aber aus einer anderen Tradition noch den Umkehratem reingenommen. Also wenn ich merke, dass bei mir wirklich mal so die Kacke am Dampfen ist, dann atme ich all das ein, was sich gerade mies anfühlt. Das ist der Umkehratem. Okay. Einatmen. Und dann lasse ich den in dieses Licht im Herzen fallen, das wir ja haben wir gelernt. Ja. Und dann atme ich das aus, wo ich das Gefühl habe, das braucht die Welt jetzt so. Und denke ich auch, wenn es mir schon schlecht geht, soll es der Welt wenigstens gut gehen. Und durch den Trick wird man so quasi mitgerettet. So. Also es ist dieser Umkehratem. Wichtig ist, wenn man diese Atemsache macht, man sollte sich einen Wecker von ein paar Minuten stellen und das wirklich ein paar Minuten durchhalten. Denn erst rebelliert das Ego und sagt, ich will es aber sauer sein, ich will in meinem Trotz sein. Wenn man es dann aber 5 Minuten macht, dann verändert sich das. Super. Also ist für mich eben auch wirklich Bewusstsein, bewusstes Handeln. Jetzt 5 Minuten, hier ist der Wecker und ich bleibe dabei. Und in der Sekunde, wo ich über den Atem mich beruhigt habe, bin ich offen für das Gebet. Und das Gebet heißt in Hawaiianisch Pule. Ja. Pule ist die Anrufung der göttlichen Kräfte. Mhm. Und als die Mona Simeona, als die in München war, da hat die also unendlich viele Gebetslisten. Da gab es ganze Booklets mit Gebeten. Mhm. Aber die natürlich ihre Berechtigung haben, aus dieser Tradition kommen, aber es reicht eigentlich diese ehrliche Bitte. Ja? Und manchmal sage ich einfach nur Aloha, 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 Aloha zum Beispiel. Und rufe damit diese Kraft. Oder ich sage nur Ho'oponopono, Ho'oponopono. Ja. Und dann wirkt diese Wortenergie, weil vielleicht habe ich gerade den Zettel nicht dabei mit diesen ganzen Gebeten, dann kann ich dadurch in diese Kraft und an diese Matrix rankommen. Und es stehen natürlich auch einige Gebete drin in dem Büchlein, auch traditionelle Gebete, wo man das auch dann wortwörtlich wiederholen kann. Dein Ho'oponopono, wenn, also ich spüre das auch so richtig, wenn es genau so aus dem tiefsten aller Tiefen des Herzens kommt, dann braucht es nicht. Dann wandelt es. Dann wandelt es. Ja. Schön. Ganz schön.
Es gibt da noch für hartnäckige Fälle. Also ich bin ja in den letzten Jahren durch wirklich total viele Sachen durchgegangen. Ja. Und da ich dann auch, sagen wir mal, kritisch mit mir selber bin, gibt es auch Fälle, wo ich sage, also da muss es jetzt auch funktionieren. Und dann hänge ich dann dran und dann suche ich, was kann ich machen für hartnäckige Fälle. Ja. Und dann habe ich eine ganze Seite geschrieben, nur was mache ich, wenn es ganz heftig ist. Ja. Und wenn ich überhaupt nicht rankomme. Ja. Und da gibt es dann die Wolfsshow oder zum Beispiel, was ich dann auch mache, ist, dass ich einfach bitte, dass ich fühlen und sehen darf, was gerade los ist. Ja, und dann kommt es auch mal ganz massiv, ja. Aber dann kann ich es auch fühlen, ja. Kann ich es auch wahrnehmen. Ja. Und dann kommt es auch ins Tagesbewusstsein rein. Ja. Und das sind so Tipps, so wenn man mal total durchhängt, die Seite sollte man eigentlich so mit einem gelben Zettel markieren. Da weiß man, also da kann ich dann nachschauen. Also diese Seite in hartnäckigen Fällen. Für hartnäckige Fälle. Für hartnäckige Fälle. Wow. Ja, Selbstanwendung, da ist jetzt nochmal auf der nächsten Folie dann die vier Formeln, die wir schon angesprochen haben. Das sind im Grunde genommen vier Grundqualitäten. Mhm. Ja, das ist also einmal die Reue, das ist dieses Mihi, aber Jansch heißt das Mihi, Mihi, kann man sagen, ah, ich bin das, ja, also es ist meins, das ist so der allererste Schritt, es ist meins. Dann Vergebung. Vergebung ist Kala, wobei Vergebung ist nichts, was das ich machen kann. Es ist eine göttliche Gnade, wenn sie geschieht, um die man aber bitten kann. Ja. Dann der dritte Schritt ist eben die Liebe. Das ist Aloha, das haben wir schon. Und dann eben die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit heißt in Hawaiianisch Mahalo. Mahalo heißt Danke. Mahalo. Ja. Und Ho'oponopono können wir bei allem anwenden. Und wir können Ho'oponopono machen, wenn wir draußen irgendetwas haben, aber wir können auch gut ein Ho'oponopono für uns selber machen, falls wir in uns Störpotenziale merken, Zweifel, Stress, Selbstsabotageprogramme. Also das kenne ich genauso wie alle anderen Menschen. Und dann ist es gut, dass es so ein Werkzeug gibt. Und was wir dann aber auch erleben, ist, dass wenn wir mit uns selber, also es ist immer die Frage, wie weit bin ich mit mir selber im Reinen? Ja. Bei mir ist es so, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, dann erlebe ich, dass ich in der Lage bin, das Störpotenzial in meinem Feld komplett zu transformieren. Ja. Wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, ja. Dann merke ich, okay, jetzt muss ich ja noch ein schönes Örtchen geben, weil sonst sende ich ja nur Störschwingungen aus. Ja, ja. Aber ich kann sagen, dass ich mit Ho'oponopono bereits Wunder erlebt habe in meinem Umfeld, ja. Wo ich denke, wow, also eben war es so, jetzt war es so. Also das klappt wirklich und wenn man diese Formeln so geistig anwendet, innerlich, während außen etwas geschieht, ja. Dann hat man manchmal das Gefühl, man kann zaubern. Also das ist das Potenzial, was da drin liegt. Was da drin liegt. Ja. Ich hatte schon ein Buch mit Signatur von dir bestellt. Ja, ein Zauberbuch. Das kriegst du auch gleich. So, die sieben Schritte habe ich einfach mal ganz einfach zusammengefasst. Weil so, wenn man so ein Minibuch schreibt, dann ist ja die Aufgabe, das wirklich auf die Essenz zu bringen. Erster Schritt, ich bin verantwortlich. Und wenn ich das nicht kapiere, dann muss ich das dreimal wiederholen. Ich bin verantwortlich, ja. Ich bin verantwortlich, ich bin verantwortlich. Ja. Zweiter Schritt, innehalten. Sich selber zuwenden, Radierübungen, es geht nur um mich selber. Drittens, konstruktive Frage, was ist los, was fühle ich, was brauche ich? Das ist diese das ist Selbstliebe. Ja. Das ist Selbstliebe, sich um sich selber kümmern. So. Jetzt helfe ich mit dem Atem, mach eine Atemsache, zum Beispiel diesen Haaratem. Jetzt bin ich in der Fassung, dass ein Gebet wirklich greift. Ja, jetzt sage ich, okay, ich bitte jetzt, dass ich das erkennen kann, was hier los ist. Ich möchte in die Stimmigkeit kommen und wende dann die vier Formeln an. Dann sitzen sie auch, dann tragen sie auch Früchte. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann lasse ich es komplett los. Ja. Und die Hawaiianer haben dafür auch ein Wort, das heißt Oki. Oki. Ja, also wenn die ihr Ritual gemacht haben und dann
heißt es Oki. Oki heißt vorüber, vorbei. Ja. Und wenn dann noch einer ankäme und sagen, ja, aber dann wäre das eine Beleidigung an die Götter, die mitgeholfen haben. Also Oki ist Oki. Oki ist Oki, ja. Und damit sind wir schon ziemlich gegen Ende. Ich glaube, eine Folie habe ich noch. Und da ist dieses Buch nochmal abgebildet. Ja. Und da möchte ich auch noch einen weiteren Ausblick geben. Denn ich hatte schon gesagt, Ho'oponopono, man hat manchmal das Gefühl, dass man zaubern kann. Ja. Und viele Leute haben das als Kind gehabt, dieses Gefühl. Nämlich das Gefühl von dieser magischen Welt und von diesem Geheimnis der Welt. Und für mich ist auch Ho'oponopono eine Wiederkehr des Geheimnisvollen im Leben. Dass nämlich nicht der Verstand das alles steuern und kontrollieren muss, sondern Einstein fragte ja, Leben in einem freundlichen Universum, und Selbstliebe sagt, das Universum ist so freundlich, wie wir selber sind. Und das erlebe ich tagtäglich. Wenn ich in der Selbstkritik bin, funktioniert kein Computer, kein Handy, gar nichts. Und wenn ich in der Selbstliebe bin, dann geht das alles wie von selbst. Ja, Selbstliebe ist etwas, was man trainieren kann. Es ist auch in meinem Weg etwas gewesen, was ich lernen durfte. Da bin ich auch nicht mit geboren worden. Und das ist jetzt so ein Mini-Trainingsbuch, was eigentlich in jedes Handschuhfach vom Auto, in jede Seitentasche gehört, weil dort die Essenz drinsteht. Ja. Wow. So schön. Es ist für mich immer wieder eine große Freude, dich an meiner Seite hier zu haben. Für mich auch, dich an meiner Seite zu haben. Und immer wieder so zauberhafte, neue Erfahrungen durch dich erleben zu dürfen. Und ja, wie unsere Zuschauer, wow, sie haben auch schon viel geschrieben, also ich kann das gar nicht alles, wow, sehr interessant und spannend, Klaus, vielen, vielen Dank, super erklärt, also vielen Dank, schreibt auch Lolita und allen, ja, hat es gut gefallen, schön. Alle hast du mit ein Stück in nach eine Hawaii genommen. Ja. Ja, mahalo. Mahalo. Danke. Dankeschön. Ich danke dir und ich freue mich auf die nächste Sendung mit dir. Und noch einmal, dein Zauberbuch gibt es ab sofort im Handel. Ab sofort im Handel, bei mir und überall. Ja. Also, ihr Lieben, das Zauberbuch für die neue Zeit ab sofort im Handel. Gut, Dankeschön.